Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einer kleineren Richtigstellung seitens Wargaming. Dem Wargaming hat sich das Feedback der Community angehört. Ja, tatsächlich. Und einen neuen Artikel gestern am 17.08. um 19 Uhr veröffentlicht, der sich noch einmal mit dem 8-jährigen Feier von World of Warships und den daraus entstehenden Boni und Geschenken handelt. Wie ihr sehen könnt, sie werden das ein kleines bisschen ummodeln. Ihnen ist nämlich bewusst, dass links ist übrigens das Aktuelle, wie ihr sehen könnt, und rechts ist das, was vorgesagt worden ist. Das vergleichen wir dann Schritt für Schritt miteinander. Aber in aller Kürze, keine Angst, damit ihr auch seht, dass die Aussagen tatsächlich einmal vorhanden waren. Hin und wieder wird leider etwas geändert auf dem Dev-Blog, im Nachhinein was gelöscht oder angepasst. Und wenn man das dann nicht einblendet, dann heißt es wieder, wovon sprichst du? Ja. Dementsprechend sehen wir uns das an. Wargaming sagt, die Ökonomie könnte ins Schwanken geraten, wenn sie ein anderes System nehmen. Deswegen haben sie jetzt einmal davon abgesehen, wieder diese Schneeflocken oder diese Coupons zu verwenden, sondern haben eine weitere Währung eingeführt. Da es durch diese weitere Währung einfacher ist, die Preise so zu gestalten, dass hier nichts, also kein großes Problem rauskommt. Denn mittlerweile gibt es 600 Schiffe in World of Warships. Zumindest sagt das Wargaming selbst und die müssen sie ja wissen. Natürlich rechnen sie da auch Stufe 2, Stufe 3 etc. mit dazu. Solche Schiffe, die kaum jemand mehr hat, weil niemand sie fährt, tragischerweise. Und somit hätte theoretisch beim letzten Jahresevent die Leute, die alle Schiffe haben und die Zeit haben, alle abzufahren, Waren im Wert von 180.000 Dublonen bekommen können. Gut, das ist wieder etwas anderes, denn da die Preise von Wargaming festgesetzt werden für ein digitales Gut, ist das ein bisschen Schall und Rauch. Aber kommen wir nun zu den Änderungen. Wir können jetzt, also die größte Änderung meiner Meinung nach ist, wenn wir alle Schiffe haben, die was in der Reward-List sind, und das ist nicht so viel, dann bekommen wir für jedes weitere, das wir uns damit kaufen, 3000 Stahl. Also auch jemand, der alle Premium-Schiffe und alle Schiffe hat, die in dieser Liste hier auftauchen, zack, der bekommt 3000 Stahl. Immerhin, denn ich zum Beispiel habe auch alle, und es sind nicht so viele, sind auch einige schlechte dabei, die man gar nicht mehr haben möchte. Wenn jemand die Bayard noch hat und sie noch einmal kauft, bekommt er einen 100% Gutschein für eine Stufe 8, das ist gleich geblieben. Die Änderungen sind tatsächlich jene, dass man einmal nun für die Superschiffe keine 300 Tokens mehr bekommt, sondern für Stufe 10 und Superschiffe 200 Token für einen Battle Pass Performance Bonus hier, der Battle Performance Bonus bekommt. Zusätzlich dazu haben wir jetzt alle 110 von diesen Containern. Vorher konnte man bis zu 80 Super-Container kaufen, von denen die ersten 30 200 Tokens und die nächsten 50 400 Tokens gekostet haben. Das hat Wargaming nun geändert und wir haben hier nur noch 200 für jeden Container, der 110. Bedeutet, wir bekommen jetzt also mehr Super-Container. Warum Wargaming das gemacht hat? Ja, das ist klar, sie haben erst die Super-Container angepasst. Das bedeutet, die Gewinnchancen auch für Dublonen und Stahl darin sind geringer geworden und von den Schiffen sowieso. Dementsprechend ist der Preis für sie dann dank Community-Reaktion nicht mehr wirklich gerechtfertigt, dass wir die 400 Punkte hier verlieren. Das bedeutet, nun kann jeder Spieler für jedes Superschiff oder für jedes Stufe 10 Schiff einen Super-Container einlösen, wenn er möchte. Zusätzlich dazu haben wir immer noch die Möglichkeit, die unterschiedlichen Bundles zu kaufen, wie schon gesagt, bei Yard 6250 oder einen Single Discount von 50% auf ein Stufe 8 Schiff für die Hälfte. Wie gesagt, ich würde einfach dann ein 100% für ein anderes Stufe 8 Schiff nehmen, bei warmen Dublonen einsetzen, wenn man nicht muss. Oder wir können immer noch die permanente Camo der Ziten nehmen oder wir können die Additionals hier für die ökonomische Bonus oder Boni nehmen. Grey, Green und Blue. Die anderen sind, wie ihr wisst, für Stahl momentan drin. Das ist nicht kaufen. Eins für 1600 Stahl ist ja absoluter Wahnsinn. Für die Tarnung für 6000. Das müssen schon nur Liebhaber sein, die das machen. Aber das hier sind die Änderungen. Ich finde, ein Schritt in die richtige Richtung vom 10.8. zum 17.8. Ja, es ist natürlich immer die Frage, ob diese beiden Varianten schon nebeneinander Bestand hatten und zuerst die für Wargaming bessere und für Spieler schlechtere Variante released wird oder kommuniziert wird, um dann zu sehen, wie das Spielerfeedback ist. Und wenn es nicht so schlecht ausfällt oder egal ausfällt, dann lässt man es. Wenn es aber schlecht ausfällt, dann macht man den PR-Move und wechselt das dann in die schon vorher geplante Variante. Ja, das kann man jetzt tatsächlich zu allem sagen. Wir wissen es nicht, wir werden es nicht erfahren. Ist gängige Praxis in vielen Unternehmen, dass das so gemacht wird, aber natürlich nicht so kommuniziert.
Kleiner Shitstorm generiert Aufmerksamkeit und dann eine Wiedergutmachung, schafft gute PR und so weiter und so fort. Besser, als wenn man es direkt von Anfang an richtig gemacht hätte. Was sagt ihr zu diesem Thema? Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht in den Streams am Sonntag, Dienstag oder Donnerstagabend. Ciao.